So, guten Tag meine lieben Freunde. Ich bin auf dem Weg zum See und freue mich, euch heute begrüßen zu dürfen. Bin hier auf dem Fahrrad und hinter mich die letzten Meter vorm See. Und ich freue mich natürlich in dieser tollen Natur. Ich versuche euch mal da ein bisschen teilhaben zu lassen. Diese letzten Meter. Und ich hoffe, dass mein Platz frei ist. Und bei diesem Wahnsinnswetter. Jetzt motiviert, weil die Angelique Kerber hat ja spektakulärerweise das Tennismatch gewonnen. Schwieriger Part, sehr sandig hier, aber da muss man durch. Ein paar Bäume im Weg. Noch wenige Meter. Und angekommen. Da ist es. Wow. Ja, ich freue mich, dass ich euch das zeigen kann. Und jetzt geht es dann gleich ins Wasser. Leute, die letzten Tage vor der Fastenkur kommt es nur darauf an, dass man den Körper so stark wie möglich belastet, ja, das Herz, den Adrenalinspiegel so hoch wie möglich kriegt, ja, den Körper anstrengt bis zum geht nicht mehr, dass der anfängt, die Fettreserven zu mobilisieren, weil die brauchen wir dann, wenn wir nichts mehr essen. Und darauf kommt es an und ich fühle mich unglaublich fit. Ja, und wenn ich jetzt dieses Wasser hier sehe, das lädt natürlich hier zum Baden ein, Leute. Das ist sagenhaft. Schaut euch das an, Leute. Wahnsinn, oder? Da ist mein Einstieg und Schwimmbrille und jetzt geht es dann gleich los. Wow, fast kein Wind und ich bin heute ein bisschen früher dran. Und das ist natürlich absolute Spitzen-Superklasse. Und es ist auch kein Mensch hier, ich bin ganz alleine. Super. Ja, ich freue mich natürlich riesig, dass ich hier wieder schwimmen darf. Und mit dieser Schwimmbrille, das ist natürlich optimal. Und diesem wunderbaren warmen Wasser, Leute. Und ja, super. Absolute Spitze. Ich bin auf der falschen Seite. Freut mich, wenn ich euch ein kleines bisschen an dieser Wasserfreude teilhaben lassen kann. Und jetzt geht es dann richtig zum Schwimmen. Leute, abonniert den Kanal, liked dieses Video und seid bei mir dabei.
So, die erste Runde Schwimmen ist vorbei und gleich gibt es dann noch eine zweite Runde und dann gehe ich heim und schaue mir das Tennisspiel vom Zverev an. Das wird natürlich auch interessant heute, Olympia. Und das Schöne ist ja, in der ZDF ARD Mediathek, da gibt es die ganzen Livestreams, dann kann man auch wieder zurückgehen. Auch wenn das jetzt schon läuft, das Tennisspiel, so schaue ich mir das ganz von vorne an und da freue ich mich natürlich drauf, nach diesem tollen Tennisspiel von der Angelique Kerber, das wirklich fantastisch war. Ja, die Olympiade ist schön und das tut uns ja selber auch ein bisschen animieren und motivieren, dass wir selber ein bisschen Sport treiben, was eigentlich das Schönste ist, was man überhaupt machen kann, immer in der Natur. Wenn es dann solche tollen Stellen gibt, warum denn nicht? So, die Badehose ist aus. Die habe ich von den Philippinen ja noch. Die hat 1,50 Euro gekostet. Und ich warte. Vielleicht kriege ich ja irgendwann auch eine Badehose gestiftet, dass ich mir keine kaufen muss. Ansonsten bade ich hier am See normalerweise, wenn ich jetzt nicht unbedingt ein Video mache, ohne Badehose. Ja. Also sozusagen FKK, ja, freie Körperkultur. Ja, und das Ganze natürlich im Hinblick auf das Fasten, das mich hier jetzt jeden Tag begleitet. Heute habe ich nochmal richtig gegessen und die nächsten Tage werde ich auch noch. Also ich werde frühestens am Wochenende, zum Wochenende hin dann anfangen. Heute haben wir ja Dienstag. Und bis dahin ist noch ein langer Weg, da muss ich mich mental noch ein bisschen vorbereiten. Ich habe schon gemerkt, ich habe zurzeit wieder ein Hungergefühl. Das ist natürlich nicht gut und das muss jetzt weg. Deswegen fange ich jetzt die nächsten Tage an, dann nur eine Mahlzeit am Tag. Und dann werde ich auch versuchen, die Quantität ein bisschen zu reduzieren und dass das dann ein schöner, flüssiger Übergang wird zu dem gar nicht mehr essen. Ja, das war's schon wieder, Leute. Ich werde gleich noch mal ins Wasser gehen und dann die 15 Minuten zurück mit dem Radl und dann geht's zum Tennis. Euer Uwe, bitte like das Video, abonniert den Kanal und ihr wisst ja, Auswandern Philippinen jetzt hier aus Deutschland. Ja, Auswandern Philippinen everywhere. Tschüss.